PTA. Das steht für pharmazeutisch-technischer Assistent oder Assistentin. Hallo. Hi. Ich bin Annika. Willkommen zu deinem ersten Arbeitstag als PTA. Na, dann komm mal mit. Und hier in der Apotheke hast du heute deinen ersten Tag. Was dich hier wohl erwartet. Und da sind wir schon im Backoffice. Diesen Bereich bekommst du als Kunde in der Apotheke natürlich nicht zu sehen. Laura und Annika ziehen sich gerade ihre Schutzkleidung an. Aber wieso? Was haben die beiden wohl vor? Willst du mal sehen, wie es ist, im Labor zu arbeiten? Dann komm mal mit. Als PTA bist du die rechte Hand des Apothekers. Da darfst du auch, wie Laura hier, schon mal eine Salbe anrühren. Annika prüft gerade am Bunsenbrenner, ob die Substanz Kalium enthält. Auch das wirst du im Rahmen deiner Ausbildung lernen. Hier im Labor wirst du dich öfter aufhalten. Interesse an Biologie und Chemie ist daher sehr hilfreich. Danach haben die beiden aber erstmal Pause. In der Sofaecke treffen sie sich mit Robin und Konstantin zum gemeinsamen Mittagessen. Das lege ich dann an. Habt ihr euch in der Apotheke schon mal den Blutdruck messen lassen? Dieser Service wird nämlich dort angeboten und gehört für dich als PTA zum Alltag. Konstantin hat schon gelernt, wie das funktioniert. Neben dem richtigen Messen des Blutdrucks muss er auch die ermittelten Werte ordentlich dokumentieren. Als PTA solltest du auch Spaß am Umgang mit Menschen haben. Denn die Beratung von Kunden, ob beim Blutdruckmessen oder beim Verkauf von Medikamenten, gehört für dich zum Alltag. Schönen guten Abend. Was kann ich für Sie tun? Ich habe so Magenbeschwerden. Okay. Eher Magenkrämpfe oder säurebedingt? Nee, säurebedingt würde ich eher sagen. Okay, und haben Sie irgendwie was Ungewöhnliches gegessen, irgendwie scharfe Speise gehabt? Nee, oder? Nee, eigentlich gar nicht. Nee. Okay, also ist dann auch nicht akut, sondern besteht schon ein bisschen wahrscheinlich. Ja, ne? Ja, das besteht schon. Aha, okay. In dem Fall würde ich Ihnen Pantoprazol empfehlen. Mhm. Sie müssen bedenken, das Medikament braucht ein bisschen Anlaufzeit, bis die Wirkung eintritt. Ja. Dafür hält die Wirkung auch länger an. Aber wenn Sie sagen, die Beschwerden, die bestehen auch, dann ist es in dem Fall besser geeignet. Mhm. In der Packung sind 14 Stück drin. Sollte die Problematik trotz allem noch bestehen, wenn die Packung leer ist, dann müssen Sie mal zum Arzt gehen und abklären lassen. Okay, genau. Dann würde ich das nehmen jetzt. Okay, super. Das macht dann 12,40 Euro bitte. Mhm. So, ich kassiere jetzt hier noch ab und dann machen auch wir Feierabend. Ich hoffe, dein erster Arbeitstag als PTA hat dir gefallen und du hast einen Einblick bekommen in unseren Arbeitsalltag. Ja, das hoffen wir auch. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Dankeschön.